Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Infected bei 40 Grad im Schatten. Also hier sind 40 Grad im Spiel gerade. Und ich muss permanent irgendwie in den Schatten gehen, weil ich sonst verglühe. Vielleicht haben mich die Vampire auch infiziert. Naja, auf jeden Fall haben wir Folgendes vor. Ich habe in der letzten Folge ja einmal hier diese Fundamente hingesetzt. Das Ziel ist, hier alles zuzupflastern mit Fundamenten, damit wir die NPC-Buden hier hinstellen können. Wir brauchen einmal das Rathaus, das ist relativ groß, und das NPC-Wohnhaus. Und dann brauchen wir noch diese Truhen, aber die Truhen sind ja sicherlich nicht so groß. Obwohl ich weiß es nicht, ich habe noch nicht geguckt. Aber das bedeutet, wir werden hier einmal alles mit Fundamenten zuklatschen. Diese ganzen Sachen hier, diese Dinge werde ich wahrscheinlich dann hier hinten hinpacken, da wo wir jetzt ungenutzten Platz haben. Ich glaube, da macht sich das ganz gut, als so eine kleine Crafting-Ecke. Müssen wir mal gucken. Das hier bauen wir weg. Wir machen hier alles komplett voll mit Fundamenten. Die Zäune kommen weg, die kommen dann oben drauf später. Und dann klappt das hoffentlich. Ich weiß noch aus der Vergangenheit, dass wir, glaube ich, Fundamente nicht in Felsen Vorsprünge einbauen können. Das wäre sehr schade, weil ich würde es cool finden, wenn wir später das hier alles komplett zupflastern könnten. Das würde mir richtig gut gefallen, wenn unsere Base so richtig in diese Felsenwand reingeht. Ich weiß, diese Dinger müssen dann woanders hin, aber das ist ja nicht das Drama, ne? Das können wir ja machen. Das würde ich aber sehr, sehr schön finden, weil das hier, so wie das jetzt aktuell ist, gefällt mir eigentlich nicht so gut. Naja, so, wir machen mal weiter. Ich habe mir erlaubt, zwischen den Folgen, also zwischen der letzten und dieser Aufnahmesession mal ein bisschen, oder beziehungsweise nach der letzten Aufnahmesession habe ich hier noch ein bisschen Holz gesammelt und ein paar Bretter gemacht. Und jetzt ist ein anderer Tag. Und ja, das heißt, wir machen jetzt das hier fertig. Ich muss mal kurz gucken. Mal das hier zu. Was soll das hier? Kann ich das wegmachen? Kann ich irgendwie, kann ich diese Büsche, kann ich die wegmachen? Muss mal kurz gucken. Ja. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das auch? Nee. Okay, die kann ich also wegmachen. Sehr schön. Und wir machen hier weiter. Das heißt, Holzscheite und Bretter sind das Wichtigste, was wir jetzt brauchen. Nein, mach das wieder. Nee, falscher Dings. Warte, hier kommen die Stöcke rein. So ist gut. Okay. So, das heißt, das hier wieder weg. Nein, ich will kein Gerät in der Hand haben. Oh mein Gott. So, hier habe ich noch Holzscheite, da habe ich noch Holzscheite. Wir machen jetzt erstmal die Bretter rein, würde ich sagen. Und zum Schluss machen wir die Holzscheite. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das ist eine hervorragende Idee. Ich kann mich kaum bewegen. Erstmal Holzscheite rein, dann die Bretter. Andersrum. Erst die Bretter, dann die Holzscheite. So. Weil Holzscheite sammeln geht relativ flott. Bretter machen dauert ein bisschen, aber ist okay. So, Bretter. Bretter. Guck mal, das geht relativ flott. Das Ding ist, wir müssen auch die andere Seite noch voll machen. Das hier muss weg. Das Ding packen wir hier zum Gewächshaus, glaube ich. Wir bauen gleich mal um. Ich mache nur die Dinger einmal rein. So. Dann hier. Hier. Ey, das hat echt lange gedauert, diese ganzen Sachen zu machen. Und dann machst du das binnen ein paar Minuten. Guck mal, machst du alles wieder weg. So eine Kacke. Mach jetzt erstmal noch ein paar Bretter. So. Gab es nicht noch eine andere Maschine hier, die ein bisschen schneller geht? Ich glaube ja, ne? Aber ich glaube, da brauchen wir Strom. Und Strom ist auf jeden Fall. Danke nochmal für eure Kommentare jedes Mal. Ich freue mich immer mega darüber, dass ihr mir ganzen Tipps und Tricks oder Vorschläge und so schreibt. Da stehe ich sehr drauf, muss ich sagen. Also nicht aufhören, bitte. Ja, und auch nicht aufhören, einen Daumen hoch da zu lassen, wenn euch das Video gefällt. Das ist immer sehr, sehr wichtig, um zu erkennen, ob es sich lohnt, noch weiterzumachen oder nicht. Ne? So. Ich mache jetzt erstmal noch ein paar Bretter hier, meine lieben Freunde. Dann machen wir das hier noch voll. Dann machen wir die Holzscheite rein. Dann bauen wir das hier alles komplett ab.
packen das da oben hin. Das hier kommt weg. Und dann holen wir wahrscheinlich noch ein bisschen, noch ein paar Bäume. Ich habe die Bäume übrigens hier vorne gefällt. Asche auf mein Haupt. Aber die spawnen ja wieder nach. Ne? Denke ich mal. So. So, Sonne geht langsam unter, glaube ich. So, hier brauchen wir noch sechs. Hier brauchen wir noch einen. Okay. Perfekt. Gut. Dann können wir ja jetzt ein bisschen Holzscheite reinmachen. Eins, die wir hier so haben. Brauchen wir immer vier. Drei würde ich besser finden. Weil ich immer nur drei tragen kann. Guck mal, und dann ist das schon wieder alles alle. Oh mein Gott. Wie viele Bäume habe ich jetzt dafür gekillt? So, toll. Gut, warte, dann machen wir jetzt Folgendes. Ich würde gerne, wenn das geht. Ah, wie stellen wir das am besten hin? Erstmal nehme ich das Ding hier weg. Das Ding stellen wir. Geht gar nicht. Ich wollte das eigentlich hier hinstellen. Doch, geht. Geht wohl. Sieht aber jetzt nicht so besonders gut aus, ne? Vielleicht machen wir das lieber doch hinten hin. In die Crafting-Ecke. Müssen wir mal gucken. Das Gute ist, ich finde das halt so geil, dass man die Sachen hier einfach bewegen kann. Da stehe ich ja ein bisschen drauf, ne? Das Teil. Muss ich, glaube ich, erst leer machen. Ja. Ich muss die Dinge erst leer machen. Ach du Kacke. Das Teil würde ich gerne hier hinstellen, das Trockengestell. Weil wir ja schließlich unser Essen sowieso hier machen, dann können wir das auch hier hinstellen, ne? So. Okay. Und diese Crafting-Geschichten. Bitte entferne alle Bretter. Wirklich ein Problem, ne? Warte mal, ich nehme mal das Ding erstmal mit. Okay, die Crafting-Ecke sollten wir vielleicht hier, dann machen wir hier dieses Dachding hin. Ich stelle mal ganz kurz das Bretterteil hier hin und hole das Ding wieder zurück. So. Dann machen wir hier. Das hin? Das sieht aber nicht gut aus, ne? Also ich bin mir nicht sicher. Ist das nicht auch zu weit weg? Die Frage, die sich mir stellt, wir müssen ja dann auch gucken, wenn wir jetzt hier komplett mit Fundamenten arbeiten, brauchen wir auch eine Rampe, um mit dem Ding denn hier irgendwie hochzukommen, ne? Und durchzukommen. Müssen wir mal gucken. Und hier müssen wir auch durchkommen. Das heißt, das nächste Haus. Sollte möglichst, hier sollte immer noch ein Spalt sein, damit wir überall durchfahren können. So, jetzt wird es wieder laut, Leute. So, das Ding mache ich hier hin. Wir haben das Stöckerteil. Stöckerteil, das habe ich es genauso gemacht, wie ihr nicht mögt, ja. Stöcketeil. So. Umgangssprache. Es lebe die Umgangssprache. Ich mache hier. Hier mache ich die Werkbank hin. Glaube ich. Ja. Ich glaube, das ist gut. Und links und rechts machen wir dann die anderen Dinger. So. Das Gespringe hört ja irgendwann auch auf, ne? Weil wir machen ja
mache ja nur Fundamente. So, denn so. Und dann kann ich hier so stehen, dann können wir hier Bretter reinmachen, da Bretter. Und dann brauchen wir noch das Stöcke-Teil. Das hier. Aber ich glaube, das muss ich leer machen. Das ist ein Problem. Weil es könnte sein, dass die despawnen, wenn ich mich nicht beeile. Oh, no, 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 das ist nicht gut. Also ich würde jetzt gerne mich erstmal um diese Sachen hier kümmern, damit wir vorbereitet sind, falls wir NPCs finden. Wisst ihr? Das ist mir sehr wichtig. Weil dann können wir die gleich mitnehmen. Das ist der Sinn und Zweck der Sache. Boah, schnell einsammeln. Und dann werden wir, sobald wir das fertig haben, werden wir natürlich wieder losfahren und die Gegend weiter erkunden. Ne? Hoffe ja, dass wir den Jeep dann auch bald finden. Mal sehen. Bin sehr gespannt. So, guck mal. Crafting-Ecke. Das sieht doch geil aus. Das gefällt mir. Wenn wir alles später noch ein bisschen mehr dekorieren. So, du kommst raus. Wir müssen jetzt sowieso Holz holen. Aber jetzt gehe ich ein bisschen um die Ecke, ne? Also ich will jetzt hier nicht alles wegholzen. Das ist mir echt zu schade. Der Blick. Dann hole ich lieber hier ein bisschen Stuff. So. Was ist mit mir? Oh, ich habe Durst. Hab ich was zu trinken? Okay, sehr gut. Judy, wo ist meine Axt hier? Wo kann ich die reparieren? Da muss ich auch noch mal gucken. Ich meine, die hält ja wirklich lange, ne? Also wenn man sich mal die anderen Dinge anguckt, die wir vorher hatten, die klassischen Steinäxte, ist das hier natürlich immens. Gucken, wo ich die reparieren kann. Oder ob ich dann eine extra Klinge bauen muss. Rein da. Mehr geht nicht, ne? Nee. Okay. Kommen dann gleich wieder. So, Bretter hatten wir jetzt, glaube ich, erstmal drin. Da machen wir jetzt erstmal die Fundamente. Und wir die nächste Fuhre. Heute komplette Bausession, Leute. Ist wie es ist. Das hier hört halt dazu, ne? Zu dem Spiel. Oh, ich wünschte, da würde ein bisschen mehr reinpassen in diesen Wagen. Das ist noch ein Riesenaufwand. Leute, Leute. Dann mal gucken, ob ich dann vielleicht noch ein bisschen was selbst mache. Zwischendurch. Wahrscheinlich ist es besser. Brauchen wir ja 10 Jahre. Oder ob ich jetzt einen Cut mache vielleicht. Ich überlege gerade. Weil das ist ja schon ein bisschen öde, ne, Leute? Ich glaube, da wäre auch keiner böse, wenn wir jetzt hier einen kleinen Cut machen. Und die Fundamente einfach stehen, oder? Oder? Oha.
Also das war jetzt ein ganz schöner Ritt, muss ich sagen. Wir haben ja jetzt hier, glaube ich, zwei Reihen oder ich habe jetzt zwei Reihen hier vorne ran gebastelt und noch ein bisschen was hier. Das ist natürlich immens viel Holz, meine lieben Freunde, und immens, immens viele Bretter. Um dann mitzukriegen, wie groß eigentlich diese NPC-Gebäude sind. Die sind so scheiße groß, Leute. Ich brauche viel mehr Platz. Das reicht vorne und hinten nicht. Ich will jetzt eine Sache mal ausprobieren. Ich nehme mal jetzt, wir brauchen ja das Rathaus, wir brauchen das NPC-Haus. So, und dann brauchen wir natürlich noch den Lagerbehälter, aber ich glaube, den kann ich erst hinstellen, wenn ich das Rathaus habe oder so. I don't know. So, das hier ist also Nummer 1. So, dieses Ding ist schon so riesig. Jetzt überlege, ob ich das vielleicht hier hinsetze. Das gerade, ja, ne? So. Mal gucken. So, jetzt sieht das gar nicht mehr so überdimensional aus. Hier müssen auf jeden Fall noch Fundamente ran, das reicht so nicht. So, dann haben wir hier einen Durchgang und können hier in die Crafting-Ecke gehen. Das ist eigentlich ganz nice, wie ich finde. So, hier hinten muss ich auf jeden Fall noch dicht machen. Das lasse ich aber erstmal. Ich habe jetzt nur erstmal mich auf die Sachen konzentriert, wo die Gebäude hin sollen. Alles andere kommt später, ne? Das muss hier auch noch alles zugemacht werden. Ich werde hier alles komplett zumachen. Das ist das Tor und hier habe ich die Zäune erstmal hingestellt. Weil das Gute ist, die Dinger kann man versetzen. So, diese beiden Dinger werde ich dann wohl nach vorne packen und hier rammel ich auch alles zu. Dann kann vielleicht sogar das Gewächshaus eher hier hinten hin. Weiß ich noch nicht genau. Und diese Sachen kann man ja bestimmt dann auch umsetzen später. Könnte ich mir vorstellen, dass wenn die fertig sind, dass man die genauso wie das hier umsetzen kann, umstellen kann. Im Gegensatz zu meinem Haus, das ist ja kein vorgefertigtes Haus. Das müssen wir neu bauen, wenn da irgendwas ist. So, ich trinke mal was. Okay. So, jetzt gucke ich mal, ob ich das NPC-Gebäude hier platzieren kann. Glaube ich allerdings nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist noch größer. Doch, kann ich. Aber will ich das hier haben? Kann ich das drehen? Ich probiere mal kurz, wie es aussieht, wenn wir das so ein bisschen drehen. Ah ja. Das ist ja schief, ne? Ja, das ist ja 1A schief. Ich gucke schon wieder komisch. So, warte. Ich möchte das bitte gerade machen. Das wäre halt super cool. Gerade wäre super. So, warte. Hier, NPC-Gebäude, NPC-Haus. Gerade. Ist das? Ja, das ist gerade. Okay. Ja. So. Okay, dann haben wir hier nämlich noch einen Gang. Hier hinten ist noch ein bisschen Platz und Pipapo. Das Ding kommt dann vielleicht eher ein bisschen mehr in die Ecke, dass hier auch noch ein bisschen mehr Platz ist. Dann haben wir hier so unsere Gebäude. Hier ist unser Wohnhaus, das ist das NPC-Wohnhaus, hier ist das Rathaus. So würde das dann aussehen. Und dann haben wir hier Platz für eine Rampe vielleicht. Hier machen wir vielleicht noch zwei Reihen. Mit Fundamenten, dann wird alles andere zugepflastert. Dann können wir hier eine schöne Rampe machen, wo wir hochfahren können mit dem Auto. Hier müssen, ach so, Garage. Eine Garage hatten wir doch auch noch, oder? Warte mal. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Platzierbares. Hier. Warte mal, was ist. Ach, und Stall. Oh Gott. Stall müssen wir ja auch noch. Das heißt, wir brauchen sowieso noch mehr Platz. Garage und Stall. Muss ja denn hier vorne irgendwie noch hin? Und die Frage ist auch, wie viele NPCs gibt es denn? Braucht jeder NPC seine eigene Bude? Oder reicht ein Haus für alle? Wie viele gibt es, ne? Wenn es jetzt irgendwie 4 auf der Map gibt oder so, das ist jetzt an der Stelle auch nochmal die Frage. Dann müssen wir natürlich hier das komplette Areal zukleistern, ne?
Naja, das ist unsere Stadt hier. Wir machen eine kleine Stadt. Die Zäune kommen natürlich dann weg, die brauchen wir nicht, das ist Quatsch. Obwohl hier, na doch, eigentlich will ich schon hier Zäune haben. Eigentlich will ich schon Zäune haben. Mal gucken. Und dann können wir hier so Wege machen, vielleicht auch mit diesem aus Stein, ne? Mal gucken, wie das so aussehen würde. Mal schauen, mal schauen. Okay, was brauchen wir jetzt für diese Gebäude? NPC, also erstmal müssen wir das Rathaus, glaube ich, bauen. Dafür brauchen wir auch nochmal 25 Holzscheite, 75 Bretter und 40 Nägel und 60 Lehm. Da fällt mir wieder ein, wir wollten das Lehmding bauen. Ist das nicht das hier? Lehmerden extrahiere. Okay, das Teil möchte ich jetzt. Muss ich erstmal bauen. Dann können wir das umsetzen, ne? Den hier. Alles nehmen. Oder? Ich bringe das mal kurz weg. Ah, cool, cool, cool. Okay, pass auf. Dann machen wir nämlich hier schon mal Metall rein. Eisenbarren habe ich. Okay. Okay, wir müssen den Lehmerden-Extrahierer bauen. Der ist sehr wichtig. Den machen wir erstmal fertig. Brauchen wir allerdings 18 Eisenbarren. Das ist natürlich eine ganze Menge. Oha, oha, oha. Okay, dann können wir doch auch die Steine eigentlich da reinschmeißen in den Ofen. Habe ich hier noch was drin? Hier, die können weg, ne? Ja, komm, dann machen wir die Steine hier noch rein. Eisenbrocken. Fünf. Habe ich jetzt einzelne Eisenbrocken reingemacht? Das ist ja Quatsch. So, warte mal, hier haben wir Eisenerz, Eisen, das ist alles Eisenerz. Dann haben wir hier. So, jetzt ist, glaube ich, voll. Okay, dann machen wir an. So. Dann können wir ein bisschen was brutzeln und dann passt das schon mal. Das Haus müssen wir auch noch mal aufräumen, ne? Das sieht furchtbar aus. So, es wird schon wieder Nacht. So, dann bauen wir erstmal den fertig. Dann kann ich den hier schon mal umsetzen. Schlage ich vor. Den packen wir hier in die Ecke. Also hier, glaube ich, ist eine schöne Ecke für die Extrahierer. So. Öl ist noch drin, Gott sei Dank. Auch Eisen. Wir müssen unbedingt noch Treibstoff machen. Ich sollte was trinken. So. Habe ich nichts mehr? Ach, come on. Ach du Scheiße. Oh no. Okay, ich mach mal schnell was zu trinken. Ja, ich bin sehr viel umhergelaufen. Ich bin sehr, sehr viel umhergelaufen. So, mach Wasser. Wie sieht's hier aus? Gleich fertig? So. Eins, zwei, drei, vier. Auch Steine. Ich brauche Steine, Leute. Hol ich mal. Ah ne, erst brauche ich Wasser. Stopp. So. Dann können wir noch schnell ein bisschen Fleisch essen. Ich habe übrigens mir zwischendurch so einen Stew gegönnt. Das hatte irgendwie alles, was ich brauche. Vitamine und alles Mögliche.
Und deswegen habe ich mir gedacht, das gönne ich mir jetzt. So, wir werden mit unserer tollen neuen Spitzhacke jetzt eben ein paar Steine klopfen. Haben wir hier noch welche? Ja, hier. Und dann machen wir mal das Ding hier voll. So. Können wir nämlich unseren Ofen mal so ein bisschen verwenden. Wäre, glaube ich, ganz geil. So, Steine. Haben wir noch mehr? Hier. So, dann machen wir nämlich erstmal den Lehmerden-Extrahierer. Das Ding ist, ich habe leider kein Fuel, ne? Das heißt, wir brauchen unbedingt Strom. Gibt es denn noch eine andere Variante, außer aus vergammeltem Essen hier Treibstoff zu machen? Das ist echt ein Problem. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das machen soll. Wir brauchen ja für diese ganzen Dinger brauchen wir immer Treibstoff. Und go. Nein, und go. Ab nach Hause. So, dann machen wir jetzt erstmal den Ofen voll, damit wir so nach und nach Barren bekommen. Für den Lehmerden extra. Was machen wir denn mit Treibstoff? Also Treibstoff ist wirklich ein Thema gerade. Wie machen wir denn das jetzt am besten? Hier. Wie schaut's aus? Hier, so ein bisschen Barren. Steine. Okay. So, sind noch sechs. Guck mal, wie schnell wir jetzt 12 Dinger da zusammengekriegt haben. Das ist doch super. Okay, Treibstoff. Treibstoff, Treibstoff, Treibstoff. Kann ich da auch Benzin reinmachen, frage ich mich. Aber Benzin brauche ich ja dringend für andere Sachen. Schrauben brauchen wir. Hier ist noch Gammelzeug. Aber nur vier. Das ist viel zu wenig. Jetzt habe ich einmal Biotreibstoff. Das ist natürlich viel zu wenig. Ich brauche dreimal verdorbene Nahrung. Das heißt, ich muss sowieso verdorbene Nahrung haben, ansonsten habe ich ein Problem. Ich nehme mal das Fleisch. Vielleicht kriege ich dann damit ein bisschen mehr. Vergammeltes Essen, oder? Ist das eine Idee? Was anderes fällt mir gerade nicht ein. Ich müsste ja denn theoretisch, ne, wenn ich das hier so drin liegen habe, in einer halben Stunde verdorben sein. Oh Gott. So, Vitamine brauche ich. Aber lasse ich auch verderben. Mal gucken. So, wie schaut's aus? Hier, Waren. Zack, zack, zack. Das ist richtig geil, das Ding hier. Das Ding gefällt mir richtig gut. Da, das ist richtig schnell, also gefühlt. Viel, viel besser als, oh mein Gott, als das andere. Als die anderen Öfen. So, Schraube. Dann brauche ich noch Nägel. Haben wir noch Nägel? Hier.
Und 8 Bretter. Und 8 Bretter habe ich, glaube ich, auch noch. Sehr, sehr cool. So, guck mal, da fehlen nur noch 5 Eisenbarren. Sehr schön. Was brauchen wir hier? 40 Nägel. Ach du Kacke. 60 Lehm. Deswegen brauche ich das Lehmding. Ein Holzscheit habe ich gerade gar nicht. Die müssen wir noch organisieren. Ja. Was kann hier noch rein? Nichts. Sehr teuer, die Buden. Sehr, 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 sehr teuer, die Buden. Alles einsammeln. Kein Platz. Habe ich irgendwo noch einen einzelnen? Nein. Schade. So, das hier wieder rein. Und ab die Post. Noch 3. Okay, dann sind wir auch beim Ende der Folge angekommen. Ich habe eine Menge geschafft, aber noch lange nicht genug. Hier müssen locker noch 2 Reihen ran. Und später brauchen wir noch viel, viel mehr Platz. Wenn hier noch das sag schnell, der Stahl hin muss. Oh. Ne, der Stahl muss dahin und die Garage und so weiter und so fort. Das will ich ja alles bauen, unbedingt. Aber ja, das braucht halt Platz. So, das darf dann jetzt vergammeln, damit wir Treibstoff machen können. Was kann denn hier noch vergammeln? Haben wir noch irgendwo. Wieso haben wir hier so wenig Gammelzeug? Das hier vergammelt niemals, habe ich das Gefühl. Das sind alles Keimlinge. Schwierig, ne? Das dauert ja richtig, richtig lange. Und vorher hatte ich das Gefühl, das vergammelt alles viel zu schnell. Ich könnte aber. Zum Beispiel das hier. Kann ich einfach essen. Aber das dauert 2 Stunden, bis das vergammelt. Weiß ich nicht. Bin ich nicht so gut. Keine Ahnung. Wenn ihr da Tipps habt, wie man am schnellsten an Treibstoff kommt, ne? Den man selber bauen muss, weil wir haben ja noch keine Option für Benzin und so. Sagt's mir bitte. Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da. Hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Keine Ahnung. Das ist eure Aufgabe jetzt, einmal ein Like da zu lassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier bei The Infected. Macht's gut. Tschüss.